man sieht auch nichts. Ey, ich muss wieder alles von vorne machen. Ey. Lol, das war ein Fake-Punkt. Deine Mama, Lol. Junge! Es ist so mega oldschool. Wirst du gleich sehen hier. Ey, ich hab voll Spaß. Zock die Map selber, Muchachos. Link in der Beschreibung. Siehst okay. du, siehst du, wie viel Spaß ich habe? So ein bisschen... Nein! Ey, eigentlich hätte ich's, aber... Dass ihr wieder einschaltet heute. Grandios, legendär kann man sagen. Vati, Oldschool, Level Asian von Entenstein. Und Deko darf gerne den Text oben mal durchlesen. Hallöchen. Astalama, hallo Muchachos, herzlichen Mal Reis. Okay, von Entenstein. Hallo Probosser und Kaktus Deko. Okay, das reicht. Mehr brauche ich nicht hören, ne? Danke. Dankeschön. 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 Freut mich. Dankeschön, dass du es einfach mich vorlesen lassen hast. Dass, ich weiß deine Güte zu schätzen. Wirklich. Also, Freundschaft. Ist ja Freundschaft. Andersherum, ne? Deswegen musst du das jetzt einfach mal genießen. Also, ja. Entenstein hat uns eiskalt eine Oldschool Level Asian Barty gebaut. Ich glaube, es ist wirklich locker 4 Jahre her. Deswegen habe ich mich so angezogen, wie ich auch vor 4 Jahren noch aussah. Passt das? Ja, ne? Ich auch. glaube ich. Aber jetzt nicht extra, aber ja. Ich glaube ich auch. 50 Minuten Challenge. Bin gespannt, was auf uns wartet, welche Techniken guck wir benötigen. Guck mal, wie ich gelandet bin, Alter. Guck mal, Profi an, Alter, hier. Ja, guck mal, wo ich bin. Bruder, hier oben drauf, voll Alter. Falsch, Alter. Bam. Hast nicht mal den Punkt bekommen, richtiger Chaco. Ja, wohin müssen wir denn? Jetzt müssen wir woanders hin. Würde ich zumindest raten. Hallo? Genau. Oh, so. Okay. Müssen wir den nutzen? Wahrscheinlich schon, ich hab keine Ahnung. Es ist sogar Deko, ne? Ja. Es ist sogar Oldschool Asian, das heißt, Respawn dauert länger. Ja, habe ich gerade gemerkt, ja. Ist ganz schön kacke. Muss man da echt drauf? Warte mal. Hab den Punkt. Achso, okay, muss man echt hoch? Ja, wenn Ding muss echt hoch. Aber lol, das war ein Fake-Punkt. Deine Mama, lol. Junge! Ja, das gab's damals aber nicht. Please! Was? Hier Entenstein? Was? Oldschool Level Asian? Ganz klar den Punkt gerade eingesammelt, ey. Ein Fake-Punkt? Damals? Was los? Komm ich da nicht mehr hoch, ey. Hatte gerade ein bisschen mehr Anschwung. Ach, da hoch? Muss aber anderthalb Dächer hoch. Das ist ein Fake-Punkt? Eiskalt? Der ist doch. Ist an der Seite eingesammelt. Ist an der Seite vorbeigerutscht, eingesammelt und respawn habe ich ja. Bin ich ja wieder hier. Oh, hi. Hier. Ja, ich Hallo. Bin jetzt hier oben und jetzt heißt es noch einer oben. Oh, nein, nicht kaputt gehen. Ey, na. Hi. So, finally. Oh. Alter. Nee, ich habe niemals hab ich den Punkt eingesammelt. Achso. Digga, wie einfach wieder lügt. Ich hab den Soundeffekt vom Einsammeln gehört. Aber der Punkt ist so weit weg, ich hab hier eine Kante eingesammelt. Ey! Ja, es macht diesen, ich glaube, diesen Sound, wenn sich die Plätze, die Position ändern. Ah, ja, okay, ja, da, ja, okay, dann hab ich das gehört. Ich hab gerade auch irgendwas gehört. Scheiße, wie komme ich denn jetzt da hoch? Das geht so gar nicht, ne? Mach die Bremstechnik. Versuch's damit. Ja, aber ich hab keinen Anschwung hier. Brauchst du eigentlich nicht? Ich versuche eben einmal springen, wenn das nicht klappt, dann mache ich Brems. Ah! Okay. Schade, dass du nicht komplett runtergefallen bist, so ging es mir nämlich. Ehre, danke für den Gönno. Digga, aber ey, wie lange noch richtiger, hier? Richtiger Gönno-Kai, dieser Marvin, ey. Hier, guck mal, so. Guck mal. Nee, hier muss was machen, hier. Guck mal. Ich will es bei dir sehen, ja. Guck mal. Oh! Er rutscht wieder runter, ey. Ja, richtiger Lackaffe, Alter. Digga, first try, wer bist du, AMK? Warum? Ey, abgefallen vom Motorrad. Deko, wir sehen uns dann im Ziel. Oder, Digga, ich bin einfach Madame Tussauds, Alter, dass ich deine Gedanken vorhersehen kann. Ja, bist du eher mein Wachsbild, oder? Ey, warum komme ich denn nicht hoch genug? Ich weiß nicht, wie man das beeinflusst. Shit. Also ich krieg diese Technik so einigermaßen hin, aber ich habe keinen Plan, wie ich beeinflusse, wie hoch ich komme. Das hat, glaube ich, auch Technik, was mit dem Winkel Bruder. Zu tun. Ja, deswegen sag ich ja, es hat, glaube ich, was mit dem Winkel zu tun, aber I don't know. Ey, wie geil ist das denn bitte? Es ist so mega oldschool, wirst du gleich sehen hier. Es ist sogar so oldschool, dass es richtig beschissen ist, weil du am Anfang immer wieder zurückfahren musst. Also selbst das hat er gebaut. Geil, Alter, habe ich ja richtig drauf Bock, ey. Da habe ich mich gesehen, habe ich vermisst. Oldschool, also...
alle Leute, die jetzt irgendwie neu dabei sind, ungefähr 3%. Ey, ja, geil, nice. Ungefähr 3%, also minus 3%. Mit solchen Maps hat es damals gestartet. Die Ära It's the der beginning. Schöne Zeit. Damals hatten wir gar keine Ahnung von GTA. Alter, ne? Die Rampe ist aber richtig unschmooth gebaut, ey. Ja. Oh, easy. Easy hoch, aber nicht ja, easy weit. Same bei mir, aber wegen der Rampe. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht Fullspeed, noch weiter drauf, zurück. Ich bin richtig gut drauf gekommen und hab da meinen Wheelie gezogen und bin richtig gut hoch, aber nicht nach vorne. Jetzt von hier. Also damals, ne, ja, wussten wir nicht mal, dass man gliden kann und die ganze Scheiße, wir haben Sprünge 4000 Mal gemacht, ey. Da ist er. Nice. Ey! Oh ja. So ein mieser Kackklappen. Oh, war das schön. Ja, ey. Ja. Er kommt wieder so, ne? Er kommt einfach zur Schlägerei mit dem Wunderschön, Alter. Wunderschön. Nein, du bist zur Schlägerei mit dem Schlagstock gekommen. Oh, ey, hast du das gesehen? Nee, was denn? Digga, ey, übertreib wieder, ne? Ey, übertreib. Ey. Hast du es auch mit einem kranken Bremssprung gemacht? Huh! Alter! Ja. Oh, Alter, ich bin ein kranker, dreckiger, geiler Bastard, ey. Digga, unfassbar, wie gut du bist, Alter. Schwöre, ich find's voll gut, dass ich mich in deinem Licht sonnen kann heute. Geil, oder? Pass dass auf, ich einfach an 50er Sonnencreme sein kann, Alter. Denk an 50er Sonnencreme. Ja. Hab ich schon drauf, Alter, sonst hätte ich jetzt schon Sonnenbrand. Oder eine Geilheit, ey. Unfassbar. Okay, ich höre kein Piepen, okay. Ey, ich kann doch nicht den geilen Marvin umbringen. Ja, du hast es erkannt, Digga. Du hast es erkannt. Oh no! Okay, ach, du musst doch da oben! Springen. Ey, du bist doch der geile Marvin. Hallo! Beruhigen Sie sich bitte, ja? Hallo. Skill, ja? Ja, dann mach doch mal Skill. Ja, das sah jetzt aber nicht sehr skillig, aber würde ich sagen. Das sah geil aus, oder? Das sah überhaupt nicht geil aus. Meinst du, wir schaffen die 50-Minuten-Challenge? Kein Stück geil sah das aus. 50 Minuten? Ja. Würde ich schon sagen. Oh, achso, man muss rechts rüber. Ach, das hab ich jetzt gesehen. Hey, please. Man muss noch krasser rüberziehen, aber auch nicht zu krass. Das knallt man dagegen. Das ist wieder so die goldene Mitte. Dieser One in a Million Try einfach. Digga. Nein! Oh, der war scheiße. Ja, man muss wirklich da präzise. Oh. Kann man irgendwie anders abspringen? Irgendwie an der Seite langfahren? Nee, das geht auch nicht. Und man braucht den Speed. Nicht gleiten, Bruder. Du gehst wieder in die Gleitposition. Ja, ich war aber noch davor. Also dahinter. Also, ne? Nicht dahinter vor. Ey, das sieht so gut aus, aber es geht einfach nicht. Warte, ich bretter jetzt auch einfach viel weiter so einfach dagegen. So. Ich stehe gerade schon ein bisschen auf, Alter. Wollen wir Plan B einfach rechts rüberspringen, versuchen den Punkt so zu ergeiern? Level Agent ist alles erlaubt, ne? Hashtag, das versuche ich die ganze Zeit schon. Ach so, echt? Nein. Aber ich sag mal so, ne, wenn es passieren würde, dann würde ich das so hinnehmen. LOL! Hi! LOL, er hat's geschafft. Wie? Digga, keine Ahnung wie. Gib mir, ich hab den Punkt aber noch nicht, ne? LOL! Nein! LOL! Ich kann dir nicht sagen wie. Ich kann dir nicht sagen wie. LOL! What the fuck? Oh, ich hab den Punkt. Oh! Digga, ja, ich hab keine Ahnung wie. Bin einfach so seitlich und dann. Hallo? Nicht! Ich respawne, das ist ein Fake-Punkt. Oh, das wäre cool. Oh, yeah. Aber den hätte ich schon ein bisschen gefeiert, wollte ich sagen. Wärst du gespawnt, wärst du bei mir gewesen. Das wäre schon... Da wäre der Humor da gewesen. Oh, es sei denn, das hätte mich erwischt, dann wäre der Salz da gewesen. Wohin, Bruder? Wo? Hier? Was? Dahin? Ah, okay. Wilde Sachen kommen jetzt hier. Wilde Sprünge. Digga, hier muss ich aber sagen, regt mich das nach hinten fahren auch schon auf. Yes. Es ist einfach ein bisschen zu weit zur Seite. Muss weit genug zur Seite, aber nicht zu weit. Du musst gerade immer gegen die roten Container gegen. Nein. Ey, willst du dich verarschen? Wenn ich früher rüberziehe, dann baller ich gegen die Container gegen. Goldene Mitte, ne? Oh! Profi, warum krieg ich den Punkt nicht? Du musst da jetzt den Bremssprung gegen machen, aber nur ein ganz bisschen, nur ein ganz bisschen. Nur minimal nach oben. Los, Digga, ich fahr gleich kurz runter. 5 Sekunden, dann schießt dich runter. 1, 2,
Oh. Hast du ihn? Ja. Ah! Ah! Einfach. Es tut einfach gut, eine Profimöbel zu sein, ne? Es tut einfach gut, weiterzukommen, ne? Ja. Jedes Mal geil. Deswegen machen diese Maps so Spaß. Der Punkt an sich macht immer keinen Spaß, aber wenn man es dann schafft, das ist cool. Das Erfolgserlebnis. Kann man da, sollen wir von da gleiten oder sollen wir da hinfahren? Oh, Digga, gleiten geht anscheinend nicht, oder? einfach nach hinten fahren. Dann geht's. Wie, einfach nach hinten fahren? Ja, weiter nach hinten fahren. Achso, nee, achso, gleiten? Nein. Ist jetzt ja, eine Rampe. Ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Aha. Ja. Ach, da ist doch eine Rampe. Ah, du bist yeah, auf dem Boden. Ah, yeah. Aha. Und du kennst die Technik? Wheelie, um weiter zu gleiten und dann mit dem Vorderrad aufkommen, ne? Mit einem 8 aufkommen. Dann kriegst du mal so einen Megaspeed. Das will ich dir nochmal mitgeben. Ja, ich lande in den Schiffen drin. Ja, dann musst du noch weiterfahren, ne? Weiter ja, nach hinten erstmal. Musst du noch weiter gleiten. Weiter nach hinten, mehr Speed. Ja, that's what I do. Nach hinten. Ja. Das oh war nein, vielleicht ein bisschen Digga, zu weit oh nach hinten. Was denn? Konzentration! Eiskalt-Barty-Konzentration. Digga, wie lange ich das gemacht habe. Wie lange, ja. Alter! Barty-Konzentrationsparcours. Yes. Das hatten wir echt schon lange nicht mehr. Ich hab's auch nicht vermisst, muss ich sagen. Aber wir sind schon krasse Profis da drin jetzt eigentlich, muss ich sagen. Es ist zum Glück nicht mit Steigung. Das Alter, ist dann der Junge, Next Level Shit. Ja, sie haben es noch nicht einmal geschafft, über die Boote auf der Brücke rüber zu springen. Hä, nicht? Nee. Ich fahr von ganz hinten mit Wheelie und sowas und allem, aber. Bruder, was los? Ich lande ganz knapp am Rand. Okay, das irgendwo muss ein Try sein, wo ich drauf komme. Ja. Drüber komme. Übrigens, die Map hat derzeit 0%. Drei Leute haben es versucht. Keiner hat's geschafft bisher. Nicht mal beendet, deswegen bin ich gespannt, was da noch kommt. Da kommt bestimmt noch was. Ja, wenn wir das noch nicht beendet haben, Alter. Aber wie gesagt, zum Glück nur drei also, Leute, ne? Es ist bisher eine ganz kleine Auswahl, ne? Aber es kann immer noch sein, weil das ja hier richtig oldschool ist, dass die Leute einfach die Techniken von damals nicht kennen. Ja. Und deswegen nicht beendet. Digga, ich schaffe es nicht über die Boote rüber. Was hast du gemacht, Alter? Ich hatte damit gar keine Probleme. Null. Oh. What the fuck? Willst du mir bei dir eigentlich gleich nochmal anschauen, weil... Hallo. Nach hinten, Wheelie. Gib ihn, ne? Ja, mach ich. Mach ich. Ja, da wieder Wheelie, ja, mach ich. Oh! Nein, oh! Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Hä, wo warte, denn, musst, bist du direkt zum Punkt geflogen? Nein, hier hin. Hier nach unten. Unter mir. Lol, ey. Ah, da kannst du auch hinfahren. Ist jetzt. Also, nee. Wir machen das schon richtig hier. 100 Jahre später. Ich glaube wirklich, hier dieses Rampenstück. Dieser Part hier. Der ist irgendwie verrutscht. Hier springt man immer rüber und nimmt quasi die Hälfte der Rampe, nimmt man nicht mit. Hab ich kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ja, wobei, ja doch, ich glaube schon. Ich stand gerade drauf, das Teil ist eiskalt auch weiter nach unten gegangen. Ach was, echt? Ja. Ach so. Ja, dann. Dann fahr einfach hierher, wenn das Ding kaputt ist. Das war ein nicer Try, Bruder! Okay, oh, ich bin da. Hat er! Finally! Ich bin da! Fahren. Ah, aber guck mal, ne? Wenn ich jetzt den Fehler rausgefunden habe, kannst du vielleicht aufhören hier Scheiße zu bauen. Soll ich den kaputt machen? Warte mal. Ich habe ihn schon zerstört. Er ist tot. Ja. Ich mach ihn kaputt. Digga, wie ich dir helfe, ey. Okay, mal gucken, ob ich jetzt den Sprung hier schaffe. Ja, haben wir! Nice! Dann geht's weiter! Okay, lag es auch nicht an meinem Skill, sondern nur an den komischen verwendeten Bauteilen. Genau, und jetzt guck mal, wie viele Kontrollpunkte du schon hast. Hab mich schon gewundert, ist auch geil. 9. Digga, bei 20 Minuten, ey. Ne? Also ich hoffe, hier kommen irgendwo Punkte, wo man ganz viel am Stück einsammelt. Aber ich muss sagen, ich feiere die Sachen gerade. Es macht also mir auch Spaß. Muss ich sagen. Habe die letzten zwei Punkte habe ich ein bisschen gehangen, das war ein bisschen nervig.
Wobei ja jetzt, ich meine, den ersten, das ging so, und den zweiten war jetzt, weil dieses Bauteil geflutscht ist. Siehst okay. du, siehst du, wie viel Spaß ich habe? Ist auch ein bisschen cool. Hallo. Ey, ich hab voll Spaß. Zock die Map selber, Muchachos. Link in der Beschreibung. Also, der nächste Punkt war wieder geil. Geil einfach für mich. Welchen meinst du? Meinst du die Konstruktionsscheiße oder? Ach ne. Naja, also der war auch einfach, aber auch der nach. Du kannst einfach Wheelie durchspeeden, Bremstechnik, bam, bis oben, Chaco, bam, fertig, lang. Okay. Wenn das bei dir so leicht funktioniert, ist das bei mir immer noch nicht ganz safe. First try, sag ich. First try, hoffe ich. Ja, ich muss ja das, den Container treffen. Ach ne, ich muss oben drauf. Ah, ja, du musst oben drauf. Ja. Ah, okay. First try, nein. Ja, dann zählt vielleicht vorher first angucken try. Soll, was ich machen muss. Ist es nicht schlauer, so ein bisschen schräg anzufahren? So irgendwie? Du Ordentlich musst nicht mehr. Also, wenn du den in einen Guss mitnimmst, kann sein, dass du am Ende zur Seite rausrutscht. Wenn du dann nach hinten. Ich meine, oben dann. Du kannst also drauf ja. stehen bleiben und dann einfach. Nach hinten fahren und die Bremstechnik. Achso, auf dem Container nochmal anfangen. Ja, wenn du Bock hast. Wenn du Bock hast. Wenn du Bock hast. Ich muss den Container erstmal treffen. Na! Na, da! Oh. Mich stört die Rampe, die noch davor ist hier. Rudi, du musst nur S und um 8 drücken, das war's. Ja, mach ich. Mache ich, aber dann ist doch der Winkel ausschlaggebend. Und wenn der falsch ist, dann kommst du halt nicht ganz hoch. Was soll ich sagen? Jetzt war ich ganz oben wieder runtergefallen, GG. Dann machst du vielleicht doch am Stück. Nein. Ach, mein Tod ist runtergefallen. Okay. Gut, ich fahr dann schon mal hier weiter. Gucken wir mal, was als nächstes so kommt. Aber ich glaube, da muss ja noch kranker Scheiß kommen. Könnte gut sein, auf jeden Fall. Oh! Egal! Er hat das aber auch echt unschmoof gebaut, Alter. Kannst du Ziel springen? Nee. Alter Schwede, das kommt nämlich als nächstes jetzt. Nice, Bruder! Nice! Für Ziel springen muss man gezielt geradeaus fahren können. Und aber, also das Problem ist, sie sind auch noch nicht gerade, sondern sie sind schräg. Oh mein Gott, ey. Okay, das kann ja was werden jetzt. Ah! Jetzt haben wir beide wieder was zu tun hier. Egal, ich komme immer nach ganz oben, aber ich komme nicht oben drauf. Quasi nach vorne halt. Fuck! Aber damals haben wir es auch nicht immer sofort hinbekommen, Digga. Damals die Folgen, wie lang die einfach waren. Ja. Ja. Und ohne Mist, ihr sagt ja immer so, macht mal Uncut und so, zieht euch Digga, nochmal die Folgen von damals rein. Digga, ich würde mir so einen Scheiß niemals reinziehen, ne? Einfach mal eine Stunde, also zwei Stunden Uncut, kein bisschen Memes drin, nichts geschnitten, jede 15 Minuten einfach ein Sichtwechsel, gar nicht drauf geachtet, wann überhaupt ein Sichtwechsel, Scheiß drauf, einfach so ein bisschen Bingo, ja, jetzt machen wir mal so langsam einen Sichtwechsel. Oh mein Gott, das war gut. Komm noch drauf. Ey, ich stoße immer mit dem Hinterreifen an den Container an und springe dann schon. Endlich, Alter. Meine dann Fresse, schon. Was eine schwere Geburt. Ein cooler Name, dann schon. Dann schon. Oh, geil, ey. Okay, okay, mal sehen, was Marvin da macht. Ja, den Punkt habe ich. Was? Und es geht weiter. Da sind wir dabei. Du musst jetzt. Achso, du musst jetzt erstmal auf das Gebäude drauf, von dort den Punkt einsammeln und dann geht's weiter. Oh nein. Oh ja. Dabei, das ist oh nice. Ja. Das funktioniert, Bruder. Ja! Einfaches Gebäude. Ich hab's jetzt mit stumpfem Gegenfahren geschafft. Ja, dann kommt jetzt. Aber irgendwie ist das alles nicht sehr intelligent. Elegant meine ich. Oh nein. Was? Alter, was? Okay, jetzt kommt gleich noch was komplett Neues. Konzentrationsparcours mit richtig dünnen Sachen. Und da müssen wir erstmal hinkommen. Ach du Scheiße, ey.
Okay, jetzt wird's geil. Ich wollte eigentlich auch getunte Bartys gestatten, dass wir damit fahren, aber ging nicht. Ist leider ausgestellt. Yes. Nope. Okay, es reicht sogar vom Spawn. Gut zu wissen. Nein, nein, bleib da. Nein, überdreht. Das erste Mal, dann dürfte Deko da gleich kommen. Nein. Ich muss ja diesen Dreiersprung erstmal schaffen jetzt. Ja. Vorher komme ich da nicht. Aber du kannst auch beim letzten Sprung, kannst du nochmal nach hinten cruisen. Reicht. Muss da nur drauf kommen. Oh, da kommt er, Oh! Hi! Jetzt bist du bei mir, hallo! Ich hab grad mega lang gebraucht, um hier hochzukommen. Das erste Mal. Und jetzt verkacke ich die ganze Zeit. Oh. Okay. Aber ich bin back. Ich bin wieder allein. Es reicht der Spawn. Hab ich gerade getestet. Jetzt fängt wieder der Bums an, dass ich dagegen fahre und nicht ganz nach oben komme. Oh mein Gott, das erste Mal. Okay. Jetzt hören pure Willy? Concentration. Noch hören, Willy? Okay, ich muss mich jetzt so krank konzentrieren. Nein! Neue Bauteile. I hate it. Oh mein Gott, man wackelt auch noch. Fuck, ey. Okay, ganz hoch ist es auch nicht. Das war zu flach. Jetzt geht's los, dass jede Taste zählt. Du darfst sie nicht verklicken, sonst bist du am Arsch. Am Arsch, der Winkel zählt jetzt wieder alles hier. Was jetzt zählt, ist der Winkel des Wheelies, mit dem du dagegen ballerst. Also bei mir zumindest. Ja, ist es auch. Und wie gesagt, du kannst auf jeden Fall vom Spawn. Weiß ich noch nicht. Ja, ich fahr die ganze Zeit vom Spawn. Okay. Aber bisher das Beste, was ich geschafft habe, ist hoch genug zu kommen, aber nicht nach vorne. Ja, wie häufig noch? Fuck. Nein! Ey, man sieht auch nichts! Ey, ich muss wieder alles von vorne machen. Ey. Hallo! Geht nicht, wenn du blinkst. Ey, alter Lutsch, Digga. Oh, hi! Okay. Ich drück dir die Daumen, Bruder. Ich drück dir einfach die Daumen. Nein. Boah. Okay, okay. Oh, hi. Muss ich da in einem Rutsch auch über die Holzdinger drüber, oder? Nee. Da ist der Konzentrationsparcours. Okay. Das ist aber auch krank, ey. Weil man einfach nichts sieht. Der erste war noch relativ simpel. Ja, oh fuck, fast verdrückt. Digga! Wie ich da hinten einfach nur. Bam, bam, bam. Weiß einfach alles nicht, was höre. Ich für einen Winkel hier nehmen soll am besten. Komm immer hoch genug, aber halt nicht nach vorne. Huah. Ah, ja. Nein, was? Ey, ich war so locker über dem Container drüber, Alter. Ich bin sogar nach oben drüber gesprungen. Und nicht nach vorne gekommen. Oh. Zweimal noch, ey. Die Hälfte habe ich jetzt. Ah! Oh! Okay. Hi, Deko. Er ist ja super dünn, ne? Also das Problem ist, dass du beim zweiten einfach nicht siehst. Und beim dritten... Oh, dann ist es auch noch nach oben, ey. Oh Mann, ey, warum? Oh. Alter Schwede, das war knapp. Oh, nein! Oh. Ey, ich bin abgerutscht, Alter. Ich bin abgerutscht aus der Ecke. Ja. Die sind nicht sauber miteinander verbaut. Alter Schwede, das ist. Das Digga, ist und jetzt wieder erstmal da hochkommen, Alter. Das ist ein kranker Scheiß hier, muss ich sagen. Ey, zum Glück, dass wir das einigermaßen gut beherrschen. Und er verkackte.
Och. Dass ich diesen Winkel hier einfach nicht hinkriege, das zeckt mich, ey. Heavy. Okay, ich bin drauf. Alter. Come on! Du schaffst das! Ey. Eiskalt noch mit Höhenwechsel, ne? Ey, das ist so gestört. Wie hat der dran geschrieben, dass man für die Map irgendwie 8 Stunden braucht? 15 Minuten. Dafür sind wir jetzt aber nach 40 Minuten erst bei einem Zehntel, Fünftel der Punkte. Ja, ich bin auch noch gespannt, was kommt. Kommt nur noch der hier, ey. Okay, ich hab's immerhin instant wieder nach oben geschafft. Jetzt kommt wieder der Konzentrationsscheiß. Wie hast du die Ecken gemacht? Bist du da schräg rübergefahren oder? Nee. Ich würde ganz nah ranfahren und dann langsam mit dem Vorderrad dann, also du musst dann eben ganz heftig links, rechts, nach hinten. Aber das Problem ist, dass es so einen kleinen Höhenwechsel gibt. Und wenn du da vorher schon so komisch drüber fährst, dann backt der runter. Das heißt, du musst das ganz langsam und ganz, ganz gechillt machen. Alter, ist das ekelhaft. Ja. Deswegen ab hier ist jetzt erstmal. Warte mal, ich hab's gleich, glaube ich. Ja. Also jetzt müsste ich eigentlich nur noch geradeaus fahren. Okay, die erste Ecke habe ich. Oh! Oh! Gratuliere. Oh, ey, also. Ab jetzt wird Deko erstmal stumm sein, das kann ich euch sagen, weil man braucht die krasseste Konzentration da. Alter! Alter! Also ja, wenn du die Stelle jetzt beherrschst, dann beherrschst du alle. Weil das ist, weil da backst du jetzt ein bisschen runter und das gleiche hast du bei dem nächsten auch nochmal. Oh mein Gott, ey. Oh! Oh! Und jetzt heißt es erstmal wieder Speed sammeln, Digga. Ganz viel Speed. Eigentlich. Ich will es jetzt nicht sagen, weil wahrscheinlich vergleiche ich das, aber eigentlich einfach. Okay, der nächste Punkt wird unmöglich für uns. Alter Schwede, was? Unmöglich für uns? Was? Wo soll der Speed herkommen? Muss ich von hier fahren? Ich teste mal eben was. Jetzt weiß ich, was du mit Höhen. Ja, also das ist der krasseste jetzt, wo du jetzt bist. Wenn du den hinbekommst, der nächste ist wieder relativ einfach. Huh! Wie? Okay. Huh. Alter, du bist aber echt fast unterwegs, muss ich sagen. Heide Wittger. Huh! Ab hin. Oh, okay. Letzte Ecke. Gönnung. Aber ja, die Wände sind ja echt ekelhaft hier, Alter. Die versperren einem auch die Kamera. Ja. Wie? Alter Schwede. Okay, ich komme immer näher. Und ich weiß jetzt auch, wie man den treffen muss, aber. Hayden Whiskers. Okay, es wird immer besser. Und da sind zum Glück nicht diese Bauteile, die sich verschieben. Okay, oh, Deko hat's auch. Das wäre jetzt auch richtig hässlich gewesen, ne? Boah! Auch nicht, hä? Oh, got it! Oh, baby, I got it! Ah, la, la, la. Okay, ja, mal schauen. Also, bis zum nächsten zu kommen, ich merke jetzt schon, wie meine Hände einfach schon wehtun, weil ich immer richtig in die Tastatur reinpresse. Ja, musst du ja gar nicht. Es reicht ja auch, wenn du leicht drauf drückst. Ja. Du musst ja nicht deine Tastatur und die Finger Körper, zerstören. Sag das mein Körper. Ey, Marvins Körper. Ich weiß, die letzten Male habe ich dir ein bisschen wehgetan, aber... Okay, ich komme beim ersten auch schon gar nicht so... Ja, da musst genug. Du perfekt den Wheelie machen. Perfekt den Wheelie! Huh. Marvin hat eine geile Spur gerade durchs Fahren! Huh. Oh, oh, oh!
Alter, der war nicht schlecht. Ich hab's fast bis zum zweiten geschafft. Aber die Frage ist, wie musst du aufkommen, dass du so krass weiter springst? Das weiß ich noch nicht. Ja, mit den Vorderreifen halt, ne? Ja. Also, ja, das versuche ich zumindest. Ja, ja, versuche ich auch. Ha! Alter Schwede, okay, das ist jetzt der Next Level Shit. Also hier. Also wir sind bei Punkt 18, ne? Einfach hart, ey. Was ist das für eine Map, ey? Also. Bin echt gespannt, ob das wirklich alles Punkte sind oder ob er irgendwo dann so 80 Punkte auf Mal macht. Was machst du da? Weg mit dir, du Lappen! Weg mit dir, du Lappen! Alter, ich bin aber geil geflogen. Wenn das jetzt der Try war, Kick in das die war Fresse. Der Try, ja. Das wäre der Try gewesen, glaube ich auch. Ja. Geh mal Windschatten. Eigentlich wäre es ja schon fertig. Ich glaube, mit Windschatten fliegst du das erste Ding schon rüber. Nein, das war zu weit nach hinten. Okay, ja. Einfach testen, ne? Testo, testo. Einfach ganz viel testen! Fuck! Ja, vielleicht wirklich in dem Wheelie bleiben, ne? So bam, bam. Bam, bam. Ja, ich muss immer mit dem Wheelie ablassen, weil ich sonst über das erste Ding auch schon drüber springe teilweise. Ja. Ah! Ey, come on! Digga, gib mir den Technics, los! Digga, gib mir einen anständigen Spawn hier. Ah. Oh! Huh? Oh, okay. Das war ganz weird. Was? Warum war... Oh nein! Digga, ich hatte so ein Kraken Jump. Keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe. Aber ich habe die Wheelies auf jeden Fall anders durchgezogen. Au! 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 Der Böbericht erst drüben, Junge! Skill! Digga, GZ, Mann. Alter, Hinterreifen. Wem hast du jetzt eingelutscht, Digga? Hinterreifen auf dem ersten Ding drauf. Wie haben die Hoden von Kuhmann geschmeckt? Das war schon... Also irgendwo habe ich wieder einen krassen Speed herbekommen. 3 Wheelies habe ich vorgezogen wieder. Okay. Okay, was kommt hier? Also willst du durch? Fahr, Digga, fahr jetzt ins Ziel. Du dürfst der Punkt 19 sein, ne? Hallo? Digga, 19. Punkt 20 habe ich jetzt. Ja. Aber jetzt geht's hier in die Baustelle rein, oder was? Ja. Muss ich da oben drauf springen? Dann da lang und dann runter. Okay, mal schauen, was hier, Sammel ein, Digga, kommt. Na! Oh, fast, okay. Aber der Sprung, den kriegen wir hin. Okay, vielleicht doch. Aber Digga, dass man immer wieder nach hinten fahren muss, ne? Bei jedem Teil musst du am Spawn erstmal nach hinten Barty. Fahren. Hallo, Barty! Barty Oldschool Level Age, das gehört dazu. Ja, aber es ist nervig. Ja, das stimmt. Okay, ich bin drauf. Jetzt hier drüben den Punkt einsammeln. Ich glaube, jetzt muss ich einfach noch runterdroppen lassen, oder? Sammel ganz viele Punkte jetzt ein. Come on, los. Bitte. Ich kann doch eigentlich... Ich weiß nicht, ist das davor oder dahinter? Egal, ich spring jetzt mal hier runter. So. Hallo? Hallo? Yeah! Hallo? Okay. Lief nicht ganz optimal, aber den Punkt sollten wir so kriegen. Auch über den ersten gesprungen, ne? Hast du dann auch so einen krassen Speed of Justice? Ich hatte richtig krassen Speed, ja. Okay. War es dann knapp, oder? Nee. Krass. Ja, also der drauf zu kommen am Ende auf das Schiff, schon nein! Ein bisschen knapp. Nein! Oh, ich bin auf den zweiten draufgekommen, aber da irgendwie festgehangen. Digga, okay, jetzt, Daddy. Aber jetzt krieg ich's hin. Abo Chachos, wie gefällt es euch bisher? Oldschool Barty Level Asian, ist es glaube ich wirklich, wenn man damals frustriert, heute rasiert wegnimmt, ist das locker ein paar Jahre her. Also locker, wirklich. Locker. Locker sogar 4 Jahre oder so? Das letzte Mal Oldschool Level Barty schon. Danach hat ja die Warride-Ära angefangen, mit den Cunning Stunt Sachen. Boah, auch wieder so knapp, ey. Fuck! Was ist falsch mit euch? Warum schalte ich so rum? Ich komme nur 4 Stockwerke nach oben. Zwischen 4 und 5 bin ich, glaube ich, die ganze Zeit. Ich muss aber 6 und 7. Es fehlt nicht viel, aber... Da muss jetzt ein Goldener dazwischen sein.
Musst du auch noch irgendwo drauf oder musst du dann nur einen Punkt einsammeln? Ich glaube, ich muss nur einen Punkt einsammeln. Naja, der nächste Punkt ist auf der Straße, ja. Ich muss nur hoch genug kommen. That's stupid. Nein! Ja, Challenge nicht geschafft. Nee, aber also. Wenn das. Ich bin ja jetzt gerade erst bei einem Viertel. Bin jetzt bei 26 von 100. Wenn das wirklich alles Punkte sind und nicht irgendwo ganz viele Punkte auf einmal zum Einsammeln warten, dann ist die 50-Minuten-Challenge auch richtiger Byte gewesen. Ja, ich werde noch so ein paar Minuten hocken, aber so in den nächsten 10 Minuten hoffentlich weiterkommen. Hallo. Baustelle war ja sonst easy, oder? Ja, das danach war easy. Okay, ich komme aufs fünfte Stockwerk. An der Haftbombe am vierten komme ich noch dran vorbei. Ja, bilden noch zwei Stockwerke. Beziehungsweise vielleicht ja auch schon früher, vielleicht kann man es ja schon von drunter einsammeln. Also vielleicht reicht schon das sechste Stockwerk. Ja! Oh, ich bin nicht rausgekommen, sondern am Rand. Oh, den nehme ich sowas von mit, ey. alter Schwede. Oh, Benjamin. Der nächste Punkt war einfach. Also eigentlich gar kein Problem. Eigentlich hast du erst wieder ein Problem, wenn du zu mir kommst. Oh, nein. Links rüberspringen. Hallo. Oh, okay. Alles easy. Okay, soll ich deine Sache first try machen? Wo ich gerade bin? Ja. Digga, dann musst du mir aber nicht einen reinolgern, oder? Also ich schaff's wirklich nur, ins siebte Stockwerk muss man und ich schaff's so auf 5. Alter Schwede, ey. Aber das wird ja ein Spaß für die ganzen Familien, hallo? Jetzt sind wir nur auf 4. Und halt jedes Mal wieder runterkommen, nach hinten fahren. Yes, kennen wir doch. Es 60 ist Minuten. Wirklich ekelhaft. Salz hier, Kimme! Yeah. Ich bin dafür, wir lassen das Uncut bisher. Wir geben mal den Oldschool-Fanatikern wieder. Wir geben aber Jeremy nicht vorher Bescheid. Er weiß erst nach einer Stunde, nachdem er richtig viel geschnitten hat, dass er das Uncut lassen soll. Hätte alles lassen können, ja. Nein, Jeremy, es war ein Spaß. Jeremy, reiß wieder zurück. Er hat gerade alles gelöscht und jetzt wieder alles zurück vorne. Easy. Ob du hier bist oder nicht. So, Daddy kommt jetzt zu dir. Hi, Deko. Hallo. Alter. Wo ist der Punkt? Ja, hier oben. Alter, was? Die Haftbombe, die du sehen kannst, ist auf dem fünften Stockwerk. Nee, vier? Nee, fünf. Alter, eins, zwei. Ja, ich erst auf dem vierten. Ja, dann mach ich das jetzt first try, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Alter. Ja, die Haftbombe ist auf dem dritten. 4, 5. Alter, du musst dich irgendwie. 6. Du musst erst auf 6 hochkommen. Du musst dich irgendwie nach oben hacken. Also, ich weiß nicht, wie das sonst gehen soll. Also, ich hab's. Digga, wer schaut da rum? Ich hab's also auf dem 4. Ja, irgendwelche NPCs. fuck, oh mein Gott. Ich hab's also bisher erst auf das 4. Stockwerk geschafft. Und wir müssen in die 6. Okay, ich hab jetzt bis zum 2. geschafft. Hallo. Kann man hier Windschatten geben? Nee. Oh! Hä? Digga, ich war so weit oben. Ey, ich hätte den locker bekommen müssen. Locker. Digga, wie ich mich nach oben gebackt Anscheinend habe. Anscheinend nicht. Ey, ohne Mist. Ja. Ja und ja. Ja und Anderthalb. Ich war gerade locker im 12. Locker. War, glaube ich, gerade auch im 5. Ey! Oh. Ey, ich bin kurz davor, ich bin beim schwarzen Fenster da drunter. Die ganze Zeit, ey, labern mich nicht voll, ein bisschen noch. Komm! Oh, wieder einen weiter runter. Oh, und die ganze Zeit höre ich dieses Blub-Blub wegen diesem Positionswechsel. Ja. Ich denke, ich krieg den Punkt, so eine Scheiße. Habe ich auch die ganze Zeit das Gefühl. Hi. Hallo. Also ich freue mich gleich, wenn ich dagegen backe, entmounte, nach oben fliege und den Punkt so einsammle. Hallo. Ich würde mich darüber auch freuen. Wie lange bist du schon hier? Eine Stunde oder so, ne? Ich glaube, irgendwann 50 war ich hier, ja. Der war scheiße.
Also 10 okay. bis 15 Minuten fahre ich jetzt die ganze Zeit gegen. Also ich sehe halt nicht, dass irgendeine Veränderung meiner Technik irgendwas bewirkt. Wow, ich war so weit oben, laber mir nicht voll, Digga. Gib mir doch wenigstens den Punkt dann. Das war ja, also so gestört, wir sammeln den Punkt nicht ein, wenn wir nicht drin sind. Das war so krank weit oben, wie ich da gerade war. Alter. Gönn doch, Alter. Alter, wieder so hoch. Ja, eben gerade war ich noch ein bisschen weiter. Ja, eben gerade war ich ein bisschen weiter. Und auf jeden Fall. So einen Trail ich gerade auch schon mal, aber ich weiß halt nicht. Warum. Es kommt doch an, wie du den Winkel da drauf ziehst. Also, wann du runtergehst. Das ist der Technik. Aber man darf nicht zu früh runtergehen, auf jeden Fall. Nee. Sonst geht man nicht so gut wie gar nicht nach oben. Vielleicht gibt es ja sogar eine Technik, dass du, egal wie hoch die Scheiße ist, dass du einfach hochbackst, weißt du? Dass du hier eigentlich aufs Dach kommen kannst. Mit einer krank geilen Technik. Im Notfall, wie gesagt, es ist Party Level Asian. Wir können uns einen Jet holen, ja, wie damals. Uns eine Boxershort aufsetzen, daher kommt's ja. Ein paar Sekunden später. Wir kriegen's leider nicht hin. Oldschool Party Level Asian und Eiskalt mit dem Jet unterwegs, ne? Ist das nicht Oldschool Feeling? Ist doch geil, oder? Das ist genauso Oldschool wie früher. So muss es sein, so nicht anders. Einfach jetzt insgesamt haben wir, ich glaube ab 50 Minuten war ich glaube ich irgendwo hier. Stimmt. Also irgendwo zwischen 30 und 40 Minuten habe ich jetzt hier oben probiert. Und wir hatten wirklich. Wir hatten gute drei, vier Tries. Ne? Drei, vier Tries waren richtig gut. Und da hat Entenstein einfach komplett übertrieben, Digga. Wirklich komplett, Digga. Ich frag mich, was sein Problem ist. Ja, das frage ich mich immer noch, wenn ich die Anzahl der Punkte sehe. Ja, okay, das kommt noch dazu. Warte, kann ich den Punkt so einsammeln? Ja! Okay, Deko, ich suche eine gute Straße, wo ich jetzt hinkusen kann. Du musst hierher kommen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich kann. Boah, ich glaube, die ist gut. Ja. Deko, ich lande! Ja, komm mal, unterwegs. Oh! Zerstör die Möhre nicht! Hallo! So, bitteschön. Ja! Ja? Okay. Ich wurde nur überfahren, alles gut. Du darfst jetzt nicht verkacken, ne? Ja. Muss irgendwie starten hier wieder, ne? Warte, ich kick hier alles weg. Ich glaube, ich starte in die Richtung hier. Ja! Hallo, links vor rechts und so, weißt du doch. Das ist verkehrt mit Ihnen, Alter. Okay, ich würde sagen, wir haben's, ne? Easy. Ja. Ich denke schon. Ist das jetzt eigentlich eine Boxershort? Weiß ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall weiter. Es geht schön weiter. Aber eigentlich ist das eine klassische Boxershot. Finally! Wake me up before you go go. Na 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 na. Ha, okay! 30 von 100 Punkten! Jetzt nur noch abfahren, bitte. Nur noch abfahren. Komm. Oh ja, ja, jeder Punkt ist gut. Jeder Punkt ist nice. Oh ja, komm, ganz viele Punkte jetzt. Nein. Das ist der nächste, ja, ja. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja. Hallo, hallo. Oh, 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 okay, ja, los, first try, komm bitte. Ja, oh ja, oh, mehr Punkte. Ja, ja, ja. Komm. Los. Oh ja. Nico. 40. Aber jetzt gerade geht's ganz gut vorwärts hier. Ja, endlich. Aber das ist immer noch unter die Hälfte. Ja, das ist gestört, ey. Aber jetzt geht's gerade richtig gut ab. Wenden, okay, dann ist hier wahrscheinlich irgendwo wieder ein Sprung. Oh ja. Aber. Ja. Hier. Hier. Hä, was? Was? Hä? Irgendwo deine Luft, ja. Da, okay. Das kannst du auch vergessen. Also, das kannst du echt vergessen. Ach so, ich glaube, du musst hier rüberspringen. Das kann ich mir nur vorstellen. Du kannst auf gar keinen Fall das Geländer mitnehmen. Das geht nicht. Geht das? Nee. Huh.
Aber eigentlich muss es ja gehen. Eigentlich muss es gehen. Die ganzen NPCs, ne, fickt mich, ey. Ey! Du nimmst nochmal mehr Speed mit, okay. Ja, genau davor ist ein Auto. Wie? Ha! Tot. Nein! Ey, eigentlich hätte ich's, aber die Rampe ist richtig scheiße gebaut. Ey, können wir mal bitte... Die Rampe schwebt so 10 cm über der Straße, und wenn du mit dem Wheelie auffährst, machst du einen Sprung an der Auffahrt der Rampe. Ja. Mhm. Oh ja, Daddy hat ihn. War sogar relativ schmuff und Papa easy. Hat ihn auch. Oh, geil. Einfach einen richtigen Winkel reinhaben. Wake me up. Before you go, go. 46, immer noch nicht die Hälfte. Wake me up. Und wir sind bei 96 Minuten und wir haben die Hälfte. Was? Ja. Ja. Ah, hier. Hier, hier, hier. Den. Ah, ja. Ja. Ja, ich hab ihn schon, Leute. Ah, den hab ich noch nicht. Ja! Ja! Ey! Ey! Digga, diese NPCs, ne? Oh. Nein, die haben schon wieder grün. Was ist da los? Hä? Warum? Ich glaub, du musst vorher schon so ein bisschen Wheelie ziehen, damit du da... Ja, genauso wie du. Ja, genauso wie ich. Genauso wie ich! Sei genauso wie ich! Mhm, mhm. Jetzt haben wir die Hälfte, Digga. I've got the point. I've got the power. Ja, ey, klar. Oh, klar. Hier ist wieder was. Oh, nein, klar. Ey. Ich muss sagen, ich habe Angst vor jeder Scheiße, die er gebaut hat. Einfach Angst. Fahr doch! Ja! Digga, ey, ja, ey! Was ist los mit dir? Ey, ja, Mama! Ey, ja, Mama! Bleib hier stehen, ey! Bleib hier stehen. Ey! Ihr habt den Punkt, ja, Mama! Ey, ja, ey! Das war ganz einfach, wenn Mama nicht im Weg war, ne? Ey, ich rutsche wieder runter. Was ist das für ein Dreck? Du musst doch nur da hochfahren, ey. Oh. Ey, ja, ey. Was kommt jetzt? Lade mich nicht vor. Digga, willst du mal singen, Alter? Ey, ja, ey. Ey, ja, du musst den weißen Brunnen mitnehmen und aufs Dach aufspringen. Hey, ja, hey, ja, hey, ja, ist irgendwo einen besseren Sprung? Von hier aus soll ich ja hochspringen, oder? Hey ja, oh, hey ja, oh. Hey ja, hey. Meinst du das Lied? Ja. Ah, Digga, da war ja gar keine Melodie bei dir drin, Brudi. Ah. Ah. Und jetzt? Ah ja. Ah. Und jetzt? Ah, da muss man drauf. Wie, ey, mit welchem Klingonenkrieger hast du Sex gehabt, um da raufzukommen? Vom Spawn aus hochgesprungen, erst auf so einen Balkon da draußen. Dann nach rechts gefahren, auf so ein blaues Zeltdach drauf und von da aus aufs Dach. Achso, ja, ich bin auf so einem grünen Lachs drauf. Mhm. Vielleicht haben wir es gleich gemacht. Jetzt habe ich einen scheiß Ohrwurm. 63! Man merkt auf jeden Fall, wir sind schon ein bisschen Brain-Upker. Jesus, ey, oh, ey, Jesus, du bist wunderbar! Oh, Jesus! Ja, ein bisschen Durchsilber vielleicht schon, ja. Ja. Aber jetzt 71. Sind die Punkte geil. Schon 71! Oh ja. Oh ja, Brudi. Oh ja. Oh, ja! Lande ich im nächsten Punkt? What happened? Ah, hier. Digga, ich bin so stuntmäßig, ich hab hier einen Fallschirm, Brudi. Oh no, 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 no! Oh. I didn't did it. Ich hab das Unsichtbare nicht gesehen. Ja, ich auch nicht am ersten Try. Burn of my heart. Okay, weiter, 77. Oh ja, das Ziel. Es kommt immer näher, Bruder. Ja, dafür, dass es jetzt nur so eingesammelt ist, fand ich, war der Kram davor schon Tabasco. Hätten wir vielleicht die Punkte, wo man was leisten muss, ein bisschen verteilen können. Ja. Und nicht so einen kranken Todesstoß einfach geben. Aber ja, ey, jeder Punkt gerade geil.
Digga, 84 ja. Schon, ne? Oh ja. 90 bin ich ja. Jetzt. Oh, Bruce. Ah, piss dich, Junge. Aber irgendwas kommt hier, glaube ich, noch. Das wäre jetzt auch unbefriedigend, wenn jetzt einfach das Spiel käme. Ich glaube, wir müssen durchs Labyrinth durch. Kennst du den Weg? Nee. Und das war mit dem Motorrad, ne? Also wir können ja auf die Karte gucken, ne? Aber müssen wir einfach nur hier raus oder müssen wir irgendwo hochfahren? Ich habe keine Ahnung. Der Punkt ist über uns, vielleicht müssen wir hochfahren. Na, shit. Dass wir auch komplett gleich waren hier, ne? Das sind sogar meine Spuren auf dem Boden. Stimmt. Hallo! Jaha! Beruhig dich! Richtiger Chaco, Alter. Oh! Ausgang! Ey, Hauptsache, wir haben beide eiskalt. Sind wir einen anderen Weg gefahren, aber gleichzeitig haben wir beide geschafft, ja. Wieder unten rein? Wieder oben? Respawne mal. Ich muss irgendwas nicht gesehen hier? Hä, müssen wir einfach nur rausfahren, oder? Ich habe keine Ahnung. Na doch, da draußen ist einfach der Punkt. Ja, oben drauf ist irgendwo ein Punkt jetzt. Aber wie kommen wir oben drauf? Ich respawne nochmal. Ja, ich respawne auch gerade. Ah, okay. Von 4 aus wahrscheinlich, oder? Ja. Profis, hallo? Danke von Hä? Mitte. Ich hab den Punkt bekommen? Wie? Lol. Okay, ich hab keine Ahnung, aber... Hä? Wie hast du den Punkt bekommen? Weiß ich nicht. Den Geschenk, er nimmt ihn an. Ja. Den Geschenk, er wird angenommen. Tschüss. Und wir sind jetzt bei Punkt... Oh, 97. Oh. Ja. 98. Oh, Bruder. Oh! Ja! Oh. 99! Oh. Wir haben's, Deko. Nice. Oh, nur noch ein Sprung und dann ist da, dass das Problem ist. Nur einer von uns wird es schaffen, außer wir schaffen es beide gleichzeitig. Lass uns einfach mal versuchen, es beide Sprung? Gleichzeitig zu schaffen. Weiß ich nicht. Ich teste es einmal. No! Also ich würde sagen, nein. Aber... Nein, kein krasser Sprung, oder? Ja. Nein, wir schaffen es nicht gleichzeitig. Kein krasser Sprung. Also, wir werden es nicht gleichzeitig schaffen, aber es ist schwer, aber jetzt nicht todeschwer. Okay. Dann nochmal hier den Weg zu fahren. Ist das der right way to go? Ah, okay, I see. Ja, ich glaube, das wäre es gewesen. Ja, ich respawne. Springen Sie in den Fahrrein, fahr rein. Ich respawne. Nee. Also ich hätte es geschafft, aber ich habe gerespawnt. Eh nicht, ja. Ja doch. La 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 la. Ich schaffe es nicht. Da, 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 da. Knapp, aber nicht. Okay, dann rein, einfach rein. Wenn es geht, dann rein. Okay. Okay, jetzt. Ja, oh, ich muss sogar abbrechen. Wir haben's. Wir haben es! Ja! Der Wölferich, er kommt auf! Alter! Also man kann zusammenfassen, alles war irgendwie, war noch human, aber dieser eine Punkt, der war für den Arsch. Wirklich entscheidend. Der war einfach zu hoch, Alter. Arsch. Der war einfach zu hoch. Da hast du Scheiße gebaut. Da hast du echt Scheiße gebaut. Deine Mama entscheiden! Also Jeremy, ich wünsche dir viel Spaß beim Schneiden. Wobei, jetzt bist du fertig. Herzlichen Glückwunsch, Muchachos. Herzlichen Glückwunsch, Jeremy, in die Kommentare. Und Hashtag salzige Kimme natürlich, auch nicht vergessen. Salzige Kimme Boxershorts, was? Digga, das war ein krasses Abenteuer. Ich hoffe nie wieder. Daumen nach oben zwirbeln. Dankeschön für euren Support. Schreiben abchecken. Reingauen.